BKO BBL-Saison 2014-2015, Playoffs, Viertelfinale, fünftes und entscheidendes Spiel zwischen den Telekom Baskets Bonn und Ratioform Ulm. Endergebnis 79-86. Damit steht Ratioform Ulm im Halbfinale und trifft ab kommendem Samstag auf die Brose Baskets aus Bamberg. Zu meiner Linken herzlich willkommen und Gratulation, Coach Thorsten Leibenhardt aus Ulm. Zu meiner Rechten wie immer Head Coach der Telekom Baskets Bonn, Matthias Fischer, und ganz außen Eugene Lawrence, mit dem wir auch beginnen wollen. Gino, give us your overall statement to the game, please. Tip my hat to we play a good game. They out-rebounded us. They were faster to the ball. You know, all the loose balls, somehow they came up with it. I think they were more aggressive. They got to the free throw line more. They made more free throws than we even attempted. I think my team played hard, you know, all five games. I think the effort was there. Sometimes not always the execution. Some of that you can blame on me. But I think the effort was always there. Passion was there. I think this game, this series, us losing doesn't decide how the season went for us. I think we played a great season. You know, we set a goal to make the Final Four. We made it. We set a goal to finish in fourth place. We made it. I think teams in the BBL probably didn't expect us to finish fourth place, but we did it. You know, I think Coach Matthias was great. CP, assistant coach, was great. The management was great. And I think we had a good group of guys. We stuck together throughout the season, even when things didn't start right. We stuck together. Fell short in the playoffs, though. You already mentioned a couple key factors for the game. It's been as close as 3 points, 73-76, with 70-73 with around about 4 minutes to go in the fourth quarter. Talk about key plays in the last couple of minutes that made helped Ulm win this one. I think maybe we were down 3 or 4, maybe. I thought I had a clean steal on the big fella. Referee called a foul. Put him to the line. I think they went up 5, maybe. Ulm's just a team, you know. They once they get in a rhythm, they're hard to stop, you know. I think Gunter hit a big transition 3 late in the game. Just those little things, you know, they score in bunches, score so fast. Scored 29 points in the fourth quarter. We held them to 17 in the third. Merci. Fragen aus der Runde, Mr. Lawrence. Could you talk about preventing for you guys, the guards, to prevent Lucas from scoring the post? What was needed from you guards, and also to find the balance between helping down on the post, also the balance on the shooters? It's tough, you know. It's tough for him. He's a great low post player. He can finish both hands, post up, jump hooks, and he also has a fadeaway. Then it's also tough because Ulm is a great shooting team. So, you know, we tried not to let them get off from 3. So we kind of gave Ugliukas 1-on-1. And, you know, he's bigger than our 5 men. So it was kind of difficult. So it was tough, you know. Sometimes when we helped, they got 3-point shots. So it was a tough situation. It was tough.
Weitere Fragen? Wenn dem nicht so ist, Gino, thanks for being with us. Und wir machen mit den Coaches weiter. Coach Leibniz, Ihr Statement bitte. Ich möchte meiner Mannschaft als erstes gratulieren zu dieser tollen Leistung. Wir sind sehr glücklich, dass wir es geschafft haben, das Halbfinale zu erreichen. Und wenn man sich alle 5 Spiele anschaut, dann muss man sagen, dass Bonn wirklich alles von uns abverlangt hat. Ich glaube, wir haben eine tolle Serie gesehen, zweier starker Mannschaften, zweier teamorientierter Mannschaften. Ich kann für meinen Teil sagen, dass es unglaublich Spaß gemacht hat, in dieser Serie zu sein und dass ich meinen Hut ziehe vor der Leistung der Bonner. Warum wir dann trotzdem heute gewonnen haben, es war insgesamt ein relativ zerfahrenes Spiel. Beiden Mannschaften hat man die Nervosität angemerkt. In den anderen 4 Spielen, fand ich, wirkte es alles etwas flüssiger, etwas sicherer. Und es hätte jetzt heute auch wieder in beide Richtungen gehen können. Allerdings haben unsere deutschen Spieler sehr starke Plays im letzten Viertel gemacht. Ich denke da an Tim Ulbrecht mit 2 unglaublich wichtigen Offensiv-Rebounds. Und ich denke natürlich an die Dreier von Per Günther. Und es freut mich besonders, wo es ja dann schon die Stimmen gab, naja, ob der sich hier in der Serie überhaupt durchsetzen kann. Er kann es und er hat es beeindruckend heute auch wieder gezeigt. Ja, nochmal großes Kompliment an meine Mannschaft, dass sie ruhig geblieben ist, dass sie die Kontrolle bewahrt hat in dieser schwierigen Atmosphäre. Und genauso das Kompliment an Matthias und seine Mannschaft für wirklich eine tolle Serie mit tollen 5 Spielen. Neben der Tatsache, dass es Reizow vom Ulm gelungen ist, die Serie als auch das letzte Spiel der regulären Saison eingeschlossen, mehr Siege hier in Bonn zu holen als alle anderen Mannschaften der BBL zusammen. Was war heute der ausschlaggebende Faktor, dass Ihre Mannschaft weitaus sicherer von der Dreierlinie mit ca. 38% agiert hat, als in den kompletten anderen 4 Spielen zuvor, wo es knapp unter 30% war? Also da muss man einfach die individuelle Klasse der Spieler hervorheben. Per Günther, dem ist es egal, wie die Situation ist, der schießt diesen dicken Wurf halt rein. Und bei einem Rion Rush habe ich ein ähnliches Gefühl, deswegen hat er in der Euroleague schon herausragende Leistungen gezeigt. Und Marty Leunen genau das Gleiche. Wir haben Spieler, die in solchen Phasen Verantwortung übernehmen wollen und übernehmen können. Und es ist schön, dass es schwer fällt, sich auf einen Spieler zu konzentrieren, weil dann haben wir genügend Alternativen, die in die Bresche springen. Man sieht ja auch heute zum Beispiel, wo Kleibern nur 4 Würfe genommen, hat sich in den Dienst der Mannschaft gestellt. Es gab nicht viel mehr Optionen für ihn, aber dann haben halt andere die Punkte gemacht. Vielen Dank, Coach Fischer. Ihr Statement zum Spiel, bitte. Ja, erstmal an Thorsten und Ulm, herzlichen Glückwunsch zum Einzug zum Halbfinale. Ich denke, sie haben heute verdient gewonnen, haben das Rebound-Duell gewonnen, haben hochprozentig geworfen, auch von der Freiwurflinie. Wir haben nur 57% erzielt. Das hat uns natürlich sehr wehgetan in der entscheidenden Phase, dass die Freiwürfe nicht gefallen sind. Und natürlich auch 2, 3 Offensiv-Rebounds, die bei Standardsituationen, bei Freiwürfen geholt wurden, die haben sehr, sehr wehgetan, dass wir nicht in der Lage waren, diesen Rebounds zu holen am Ende. Und ich denke, deswegen ist es auch verdient, dass Ulm gewonnen hat. Dankeschön. Stichwort Freiwürfe schon gefallen. Ulm stand insgesamt 26 Mal an der Linie, Bonn 14 Mal. Woran hat es gelegen, dass die Mannschaft nicht oft genug, oder wenn es denn der Plan war, dass die Mannschaft nicht oft genug an die Linie gekommen ist, um so vielleicht zu einfachen Zählern zu kommen? Das weiß ich nicht. Ich weiß nicht. Ich muss mir das Spiel nochmal anschauen und gucken, was gepfiffen wurde, nicht gepfiffen wurde. Es ist, wie es ist. Es gab viele Kontakte, aber die wurden einfach ignoriert und dann, ja, spielt am Ende auch keine Rolle. Ulm hat verdient gewonnen. Punkt. Dankeschön. Vielen Dank. Fragen an die Coaches aus der Runde? Herr Leibniz, Sie haben mir Per Günther schon erwähnt, natürlich mit Recht. Wie ordnet sich seine Leistung relativ in dieser Saison ein? Erstens und zweitens, Klobuchar, ist der noch in der Entwicklung oder habt ihr das Gefühl, dass das wird mehr so, als wenn er sich immer besser entwickeln würde? Ich hoffe, dass alle unsere Spieler noch in der Entwicklung sind, auch die schon eventuell über 30 sind. Das ist auch unser Anspruch, wenn wir arbeiten, dass wir jeden Spieler, egal wie alt er ist, egal welche Phase der Saison wir gerade haben, weiterentwickeln und besser machen. Bei Klobuchar
würde ich sagen, war es heute nicht sein bestes Spiel, aber er hat wieder viel Intensität reingebracht, viel Energie. Und das ist das, was wir von ihm erwarten. Und dann hat er auch immer eine Rolle in der Mannschaft. Und Per Günther, sowohl das Spiel heute als auch die gesamte Saison, sind für mich mehr als beeindruckend. Ich denke, er ist der beste deutsche Point Guard in der BBL. Und auch das hat er heute wieder eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Er hat 6 Assists gehabt, 13 Punkte und nur einen Ballverlust. Und das ist eine Leistung gegen einen so herausragenden Verteidiger wie Gino Lawrence. Die kann man gar nicht hoch genug bewerten. Weitere Fragen an die Coaches. Kollege Rohlinger. Coach Fischer, es war sehr interessant zu beobachten, wie sich die Trainer heute so ein bisschen auch im Duell geliefert haben. Der eine reagiert auf den anderen, der wird auf jeden Wechsel reagieren. Können Sie da einen Kommentar zu geben, wie das abgelaufen ist? Nein, da fällt mir nichts ein. Sorry. Wie wichtig waren die kleinen taktischen Feinheiten heute? Nein, das Spiel wurde an den Rebounds und an der Freiwurflinie entschieden. Wir haben 2, 3 wichtige Rebounds nicht geholt, die Ulm ermöglicht hatten, die Big Points zu machen. Ja. So ist das in solchen Spielen. Ja. Wenn du im letzten Viertel 29 Punkte kassierst, natürlich waren es am Ende viele Freiwürfe, weil wir faulen mussten, aber sie haben sie hochprozentig getroffen. Weitere Fragen? Wenn dem nicht so ist, dann danke ich beiden Seiten für eine gute Serie und den Gästen aus Ulm erstmal eine gute Heimfahrt, auch dem Team Presse. Vielen Dank. Alles klar. Dankeschön. Danke, Coach.